Das heißt, da müssen wir nicht lang, weil wir da auch herkommen. Ah. Schau mal einer an. Oh shit. Auf dem Hügel. Das hat gar nichts gebracht. Okay. Wo ist eigentlich meine, Hol dich der Bauer! Wo ist eigentlich meine Energieanzeige? Die suche ich gerade tatsächlich noch. Und, ah, okay. Ah, so kann ich schon mal Gegner... Fetz. Gegner fixieren haben wir die Möglichkeit. Alles nehmen. Wir können Gegner fixieren, wir können uns unsichtbar machen, wobei ich eigentlich erwartet hätte, dass wir dann Boni auf Erstschlag oder irgendwas kriegen. Sieht aber nicht so aus. Hier ist nichts zum Plündern. Gut, finde ich immer besonders toll, wenn man fürs Erforschen nicht belohnt wird. Ah, wir wollen mal nicht rumpimmeln hier in den ersten 10 Minuten. Wollen wir hier hoch? Ja. Warum sollten wir hier hoch? Weiß keiner. Ja, ganz ehrlich, ich war so in Chat gucke und lese, dass jemand morgen eine 4-stündige Bio-Klausur schreibt. Dann würde ich mich eventuell verkrümeln, vorsichtig gesagt. Was ist das? Ein umgefallener Baum. Okay, ich feiere halt, dass man hier einfach so langlatschen kann. Auch wenn es so absolut gar kein... What? Sie kommen aus der Bresche! Wo kommt denn überhaupt was? Wow, wow, wow. Okay. Gut, okay, alles klar. Wir gehen jetzt einfach mal zurück auf den Standardweg. Oder drüben wird hart gefightet. Was ist denn das Grüne dazu? Ups, das wäre komplett falsch. Nee, wie sollte es sein? So, okay. Solange du nicht direkt der Schaden erleidest, bleibst du vor Gegnern unbemerkt. Ja, das ist total super. Hab allerdings echt mehr davon. Wenn wir irgendwas haben, was mir meinen Schadensprozentsatz halt erhöht. Speziell. Bei Angriffen von hinten oder von der Seite oder wenn ich aus dem Unsichtbaren heraus agiere. Das sind eigentlich die Sachen, die ich in Dragon Age immer so gefeiert habe. Deswegen spiele ich Schurke. Ah. So, dann machen wir erst entweder erst die Minions weg oder erst den Dude. In diesem Fall würde ich sagen, erst die Minions. Weil geht schneller. Okay. Wow. Okay, das hat definitiv schon Schaden zu tun. Weil... Insta-Death. Ja. Die X-Attacke immer schön von hinten rein. Schande über den, der Böses denkt. Hier ist auch nichts. Hier ist doch was. Das Eis sieht cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir voll. Knarzt das sogar unter unseren Füßen. Finde ich ja mega nice. Oh, das ist so die absolute Exploration und Sammelwut, die sich dann hier so breit macht, immer sofort. Aber jetzt gerade zu Anfangs halten sie sich noch.
entdeckt. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Wer kämpft da? Das werdet gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Was viel mehr interessiert ist, dass da meine... Ah komm, einen können wir uns ja mal gönnen. Ja, das da oben ist meine Energieanzeige. Gut zu wissen. Sollte man im Auge haben. Ich habe noch eine Taste auf dem Pad, die macht noch nichts. Die wird dann wahrscheinlich später interessant, wenn man eine Party hat. Oh, was? Ich könnte kotzen. Yes, hey, ich kenn dich. Schnell, super bevor nice. Noch mehr hindurchkommen. Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Mhm. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler, bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Oh ja, wir kennen uns schon. Nice. Ja, ich mag den Typen eigentlich. Das Problem ist, ich finde sie halt auch ziemlich awesome. Und ich denke halt jetzt schon wieder in bestimmte Bahnen, weil ich denke jetzt schon, ich will mir eine Party zusammenstellen. Das heißt, ich brauche einen Fernkämpfer. Und eigentlich habe ich immer saugerne einen Magier bei. Warte mal, was ist denn die Partygröße? Egal, ich bin erstmal einfach freundlich. Ich weiß, dass er ein spezielles Verhältnis zu seiner Armbrust hat. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Oh ja, die ihr Bianca. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt. Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist... Ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Er ist also ein Heiler. Hey, willkommen im Team. Du wirst den tollsten Auftrag im ganzen Spiel haben. Ständig hinten rumstehen, bitte nicht sterben und alles auf Kommando heilen bis zum geht nicht mehr. Danke. Dann schulde ich euch meinen Dank. Ihr könnt mir danken, wenn es uns gelingt, die Bresche zu schließen, ohne euch dabei zu töten. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist kein Magier. Und ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja... Bianca ist schon ganz aufgeregt. Sorry, aber seit dem zweiten Teil bin ich auch ziemlich anti-Magier eingestellt, also... Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. I wanna find stuff. Ein Plünder. Menge Gold hier schon zusammengeschustert.
bisschen Leichen fleddern noch. Oh. Ha, ein Dolch. Awesome shit. Gut, sonst hier erstmal nichts. Aber... Inventory Waffen. Hm. Der kommt in die... Was ist denn das dann? Ist rein theoretisch die Haupthand, oder? Warte mal. Nee. Nee. Huch. Ah, Gott. Ah. So, erstmal wieder austauschen und dann das Stilett in die Haupthand. So. Jetzt lernen wir bestimmt auch gleich die nächste Taste kennen, die für das Gruppenarrangement zuständig ist. Ich würde eigentlich dem Heiler sofort gerne eine Gruppenrolle zuweisen. Das ist maximales Mana anwenden auf jeden, der unter 50% Statue von Maferet, den Verräter, der unter 50% Leben hat. Und ansonsten echt nur feige hinten rum hängen. Kontrolle über Gruppenmitglied. Ja, ja. Fernkämpfer. Ah ja, hier, guck mal. Was kann er denn? Okay. Das ist X. Wirkungsbereich Angriff ermöglicht es die mehrere Gegner gleichzeitig. Sobald die Position zufrieden bist, bla 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 bla. Hm. Was war das? Mann. Es ist so dumm, dass man die Charakterbögen nicht. Karte? Das hat auch noch keine Bedeutung. So. Ich habe seit Tagen Ohrwurm von dem Jurassic World Trailer, weil er einfach grandios ist. So, wenn ich jetzt vorrenne. Achtung, Dämonen! Oh. Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ah. Moment mal. Sind die jetzt komplett passiv? Können die das mal nicht machen? Ah, oh, wieso ist er denn? Oder waren die jetzt nur... lol! Die sind tatsächlich komplett passiv, wenn ich, kann ich ihn jetzt nicht? Aha. Aha. Guck mal einer an. Wir lernen Dinge. Verwende zwischen den Zielen zu wechseln, drücke A und so weiter. Halte in der taktischen Ansicht. Nee. Sag mal. Mach doch nicht so einen Scheiß. Das war ja super. Ich will eigentlich vor allem... Wen habe ich denn vor allem ausgewählt? Okay. Jetzt mal alle bitte auf. Ja. Okay, das war schon mal komplett fail. Ich hätte halt... Boah, das, ja, mag ich ja auf PC doch lieber. Kannst du schon mal... Jetzt komm ich zu dem nicht hin, oder was? Weil der zu weit weg ist. Oh, das ist dämlich. So. Boah, Konsolensteuerung. Freunde, wir lassen dir mal das Leben 2 Stunden Zeit, damit ich in die Konsolensteuerung reinkomme. Eingefroren.